Das kann. Briten erweitern Kriegszone im Südatlantik bis knapp vor die argentinische Küste. London bittet USA um Radar- und Tankflugzeuge. Präsident Reagan reagiert zurückhaltend. Schwerer Unfall beim Training zum Großen Preis von Belgien. Ferrari-Fahrer Gilles Villeneuve lebensgefährlich verletzt. Brief und Zolder, schwer verunglückt. Fußballvorentscheidung in der ersten Division. Und Tennis, Eröffnung mit WAC, BMTC. Diese Bilder stammen vom heutigen Training zum Großen Preis von Belgien in Zolder. Sie zeigen den tragischen Unfall des 30-jährigen Kanadiers Gilles Villeneuve mit seinem Ferrari, der rund 10 Minuten vor Ende des Abschlusstrainings geschah. Villeneuve wurde dabei aus dem Wagen geschleudert und schwer verletzt. Diese Bilder zeigen, wie sich das Ganze abspielte. Gilles Villeneuve hier auf seinen Trainingsrunden. Er hatte weiche Qualifikationsreifen aufgesetzt, die man nur kurz verwenden kann, um sehr schnell zu fahren. Er war nur kurz erst auf der Strecke und er begann sich dann an den vor ihm liegenden Jochen Maas näher heranzutasten. Man sieht das hier. Jochen Maas wollte in die Boxen und hatte daher das Tempo verlangsamt. Und dann geschah das Unglück in dieser Kurve, ist nicht ganz ersichtlich. Jochen Maas hat später erzählt, ich sah ihn hinter mir im Rückspiegel, er wollte mich rechts überholen, aber ich war gerade im Moment dabei, auch rechts auszuweichen. Gilles Villeneuve flog aus dem Wagen und landete dann in den Fangzäunen bewegungslos. Wir sehen das Ganze hier noch einmal in Zeitlupe. Hier schwenkt die Kamera nicht mit. Als erster Wagen kommt jetzt jener von Jochen Maas ins Bild. Der Unfall ist bereits geschehen. Gilles Villeneuve hat die Räder des Wagens von Jochen Maas berührt, stieg bei 170 bis 180 Stundenkilometer in die Luft. Er wurde dabei durch die ungeheuer frei werdenden Gewalten aus dem Wagen geschleudert. Man sieht das hier jetzt rechts im Bild. Er wurde derartig aus dem Wagen gerissen, dass er samt den Sitzgurten und samt dem Sitz aus dem Wagen flog und fast 150 Meter weit in die Fangzäune geschleudert wurde. Das Wrack blieb dann auf der Straße liegen und Jochen Maas, man sieht es hier, kommt gerade noch vorbei. Ungeheure Wucht, ungeheure Tragik also hier bei diesem Vorfall. Jochen Maas war sogleich an der Unfallstelle, später auch alle anderen Formel 1 Piloten, die gerade auf der Strecke waren. Man hat dann noch alles versucht, um noch an Ort und Stelle zu helfen. Man versuchte Mund-zu-Mund-Beatmung, Herzmassage, aber zu diesem Zeitpunkt gibt Villeneuve kein Lebenszeichen mehr von sich. Er wird ins Saint-Raphael-Spital von Löwen bei Zolder gebracht. Erstes Statement des Veranstalters um 15:15 Uhr. Villeneuve ist klinisch tot. Er hat kaum eine Chance.